Ein ganz herzliches Willkommen zur Christusbewegung Gesprächszeit, dem interaktiven digitalen Format der Christusbewegung in Württemberg. Mein Name ist Joachim Stengler, ich wohne mit meiner Familie in Herrenberg. Beruflich berate und begleite ich Unternehmen und Organisationen in Veränderungsprozessen und digitaler Transformation. Ehrenamtlich engagiere ich mich bei der Christusbewegung und darf heute Ihr Gastgeber sein. Wir haben heute so ein kleines Jubiläum, wenn man sagen möchte. Wir haben das Format Christusbewegung Gesprächszeit vor genau einem Jahr begonnen. Toll, dass Sie heute mit dabei sind. Ich freue mich über alle Stammgäste und besonders aber auch für die, die heute zum ersten Mal dabei sein können. Bei der Christusbewegung Gesprächszeit geht es um Impulse zu relevanten theologischen Fragen. Es geht um Vernetzung und es geht um Gespräch. Deshalb heißt das Format auch Gesprächszeit. Und ich bin mir sicher, wir werden neben Reden und Hören viel voneinander lernen für unser Leben und für unseren Glauben. Nur mal angenommen, es leben Menschen in deiner Stadt, die Christen sind. Woran kannst du das spüren? Welche Auswirkungen hat das? Oder was würde sich denn konkret ändern? Zu diesem Themenfeld berichten Alexandra Gutmann und Wilbirg Rossrucker in ihren Kurzimpulsen und dem anschließenden Austausch, welche Erfahrungen Sie machen, wenn Sie Segen für Ihren Ort sein wollen. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend sich Zeit nehmen und über das Thema Stark für die Stadt, wie Christen ein Segen für Ihren Ort werden, nachzudenken. Gut, dass Sie der Einladung heute Abend gefolgt sind. Dazu möchte ich neben Ihnen allen besonders unsere beiden Gesprächsgäste in unserem virtuellen Studio begrüßen, die ich nachher noch gesondert vorstelle. Ein kurzer Überblick, was erwartet Sie heute Abend? Wir beginnen mit zwei kurzen persönlichen Impulsen von unseren Gesprächsgästen. Ganz unabhängig voneinander nehmen Sie Stellung zu dem Thema Stark für die Stadt, wie Christen ein Segen für ihren Ort werden. Und wir dürfen gespannt sein auf die Ausführungen. Anschließend werde ich mit den beiden darüber reden, nachhaken und ins Gespräch kommen. Parallel dazu dürfen und können Sie Ihre Anmerkungen, Fragen und Ergänzungen im Chat äußern. Ich habe den Chat und die Reaktionen im Blick und werde dann Ihre Rückmeldung ins Gespräch einbringen. Sie brauchen also nicht nochmal warten auf die Aufforderung, sondern können direkt losschreiben, auch solange unsere Gesprächsgäste noch reden. Nach unserem Gespräch zu dritt greife ich gerne Ihre Ergänzungen, Ihre Korrekturen und Fragen aus dem Chat auf und werde sie dann stellvertretend für unsere Gesprächsgäste zur Beantwortung weitergeben. Nach dem Abendsegen beenden wir die Aufzeichnung und werden uns im letzten Teil des Abends aufteilen in drei Räume. Ein Raum mit Alexandra Gutmann, einer mit Wilbirg Rossrucker zur weiteren Vertiefung des Themas. Ein dritter Raum steht zum offenen Gespräch und zum Austausch bereit. Sie können dann wählen, in welchen Raum Sie gehen werden. Und pünktlich um 21 Uhr werden wir die Räume schließen und unser Abend endet. Alexandra Gutmann arbeitet seit 1995 bei der Heilbronner Mitternachtsmission. Im Jahr 2000 übernahm sie die Leitung. Zur Mitternachtsmission gehören die Arbeit und Beratung von Prostituierten in Heilbronn, Sinsheim und Schwäbisch Hall, ein Frauen- und Kinderschutzhaus sowie eine Beratungsstelle für Frauen und Kinder. Darüber hinaus verschiedene Angebote für obdachlose und chronisch abhängige Menschen sowie anonyme Schutzunterkünfte in verschiedenen Orten in Baden-Württemberg. Alexandra sagte im Vorfeld, es entspricht dem Herzschlag Gottes, sich nach Gerechtigkeit auszustrecken und Veränderungen im eigenen Umfeld einzusetzen. Herzlich willkommen, Alexandra Gutmann. Wilbirg Rossrucker kommt gebürtig aus Oberösterreich und lebt zurzeit in Stuttgart. Dort hat sie als gelernte Hebamme mit dem Hoffnungshaus einem ganz besonderen Baby zum Leben verholfen. 2015 hat sie im Auftrag des Evangelischen Gemeinschaftsverband Württemberg, die APIS, die Arbeit des Hoffnungshaus im Stuttgarter Rotlichtmilieu aufgebaut und arbeitet seither dort als Leiterin. Sie sagte mir im Vorfeld, Jesu Liebe zu mir muss in meinem Alltag sichtbar werden. Sein Tod am Kreuz gilt auch für Prostituierte und Zuhälter. Herzlich willkommen, Wilbirg Rossrucker. Und jetzt dürfen wir uns schon auf den ersten Impuls freuen, den uns Alexandra Gutmann liefern wird. Bitte schön. Stark für die Stadt, wie Christen ein Segen für ihren Ort werden. Das ist ein unglaublich spannendes Thema und ich freue mich, dass ich was dazu sagen kann. Vielen Dank. Vielleicht vorab, stark fühle ich mich wahrlich nicht immer.
aber ich weiß mich berufen, weil die Bibel uns den Auftrag gegeben hat, der Stadt Bestes zu suchen. Und mit dem Auftrag, der Stadt Bestes zu suchen, sind sicherlich nicht nur Einwohnerinnen und Einwohner von Städten, sondern ebenso auch von Dörfern gemeint. Manche Bibelübersetzungen sprechen in dem Kontext von Bemühungen, von Einsatz oder Sorge tragen für die Stadt, für das Dorf. Und das finde ich auch sehr schön gesagt. Aber Suchen drückt so für mich noch einen viel aktiveren Kraftakt aus. Suchen bedeutet zum einen genau hinschauen, zum anderen aber nicht nur die Augen weit zu öffnen, sondern mit allen Sinnen unterwegs zu sein. Hörend, tastend, fühlend, ja letztlich sich einlassend mit Herz und Verstand. Und dann nicht nur die Missstände zu beklagen, sondern eben auch selbst was zu tun. Vielleicht mögen Sie sich ganz kurz Zeit nehmen und in eine Situation reinversetzen, in der Sie irgendwas gesucht haben. Wenn Ihnen das Gesuchte richtig wichtig war, dann haben Sie sicherlich nicht nur oberflächlich gesucht. Genauso, wenn die Person, für die Sie was gesucht haben, Ihnen wichtig war. Und Gott selbst ist es, der mit uns nach Gutem für unseren Ort sucht. Das ist was ganz Besonderes. Joachim Stengler hat mich und die Mitternachtsmission vorhin schon ein wenig vorgestellt. Eine alte Arbeit mit viel Professionalität. Ja, und manchmal habe ich deshalb Sorge, dass Menschen denken könnten, ach, die sind so gut ausgebildet, haben so viel Erfahrung, lasst uns doch die ganzen Probleme denen überlassen. Die können das ja, das ist doch deren Aufgabe. Doch diakonisches Handeln ist eben nicht nur was für Mitarbeiter der Diakonie, der Caritas, für Gelernte, für Geübte. Natürlich ist Fachwissen unbestritten für manche Dinge notwendig, keine Frage. Aber Menschen direkt oder indirekt zu dienen, ist aller Christen Auftrag. Schauen wir uns die 12 Jünger an, keine Vorbildung, zumindest nicht in der Sozialarbeit. Sie werden gerufen, Jesus nachzufolgen, von ihm zu lernen. Und Menschen, wie wir es in der Mitternachtsmission sagen würden, sozialmissionarisch zu dienen. Also ihnen die gute Nachricht in Wort und Tat weiterzugeben. So ganz nach dem Motto der Heilsarmee, Seife, Suppe und Seelenheil. Bitte entschuldigen Sie ein bisschen meine Stimmlage, aber ich bin schon seit längerem krank und manchmal ist das ein bisschen schwierig für mich mit der Luft. Das hat jetzt nichts mit dem Gesprächsformat zu tun. Das ist die Krankheit. Kleinen Moment kurz. Ja, Seife, Suppe, Seelenheil. Und da kann die Seife äußere, aber auch innere Reinigung meinen. Zum Beispiel die Aufarbeitung von traumatischen Erfahrungen nach der Gewalt in der Familie oder in der Zwangsprostitution. Suppe meint ganz praktisch, Arme zu speisen, aber auch mit ihnen zu schauen, wie sie das regelmäßig bekommen, was sie zum Leben brauchen. Kleidung, ein Dach über dem Kopf, Medikamente. Dafür gilt es vielleicht, jemand mal aufs Amt zu begleiten, damit er Sozialhilfe oder Hartz IV bekommt. Wer hungrig oder voller Angst, das Dach über dem Kopf zu verlieren, im Gottesdienst sitzt, wird wohl kaum mitbekommen, was die Pfarrerin oder der Prediger sagt. Irgendwie provokativ, dass die Heilsarmee Seife und Suppe vor dem Seelenheil nennt, aber dementsprechend auch logisch. Natürlich können und sollen wir jetzt nicht alle mit Seife und Suppe durch unseren Ort laufen und die wenigsten Menschen werden genau diese beiden Dinge brauchen. Aber was sind denn die Seifen und die Suppen, die in dem Ort, in dem du, in dem sie wohnen, fehlen? Ist es vielleicht eine Plauderbank, wie sie gerade an vielen Orten aufgestellt wird, die einlädt, sich zuzuwenden, ins Gespräch zu kommen? Oder irgendeine andere Idee gegen die zunehmende Einsamkeit? Ist es die Hausaufgabenhilfe für die neu in der Nachbarschaft wohnenden Kinder, die kürzlich nach Deutschland geflüchtet sind? Ist es die Nachbarin, die nachts schreit, weil ihr Mann gewalttätig ist, sich aber niemand einmischen will? Ist es die soziale Einrichtung am Ort, die sich trotz zunehmendem Personalmangel auch noch um die ganz praktischen Dinge kümmern muss? Wir als Mitternachtsmission dürfen uns echt glücklich schätzen,
dass Menschen aus der Gemeinschaftsbewegung unsere Hecken pflegen. Eine andere Gemeinde macht das Essen bei unserem Zeltgottesdienst für Menschen am Rande und serviert. Wieder eine andere Gemeinde kuvertiert unsere Freundesbriefe. Und so könnte ich noch vieles aufzählen. Diese Menschen sind ebenso ein Segen wie alle, die sich direkt für Menschen in Not einsetzen. Ich habe diese Beispiele genannt, weil die Gaben unterschiedlich verteilt sind. Und ich bin der tiefsten Überzeugung, dass Gott uns alle berufen hat, für unseren jeweiligen Ort ein Segen zu sein, aber eben auf ganz unterschiedliche Weise. Nur eins scheidet aus dabei: sich nicht einzusetzen. Ich lade Sie und dich ein, aktiv zu suchen, wo es Unterstützung braucht, in Ihrem, in deinem Ort. Soziale Gerechtigkeit ist ein Herzschlag Gottes. Joachim Stengler hat mich schon zitiert gehabt. Und Gott hat seinen Sohn Jesus gesandt, um die Menschen zu suchen und ihnen Heil und Gerechtigkeit zu bringen. Als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger sollten wir es ihm gleich tun und uns in unserem eigenen Umfeld einsetzen. Das soll jetzt aber keine Moralpredigt sein, denn, und das kann ich nach fast 30 Jahren sagen, und zwar mit tiefster Überzeugung, zum anstrengenden und oft entbehrungsreichen Suchen gehört auch das Glück des Findens. Ungeachtet aller Rückschläge und Enttäuschungen, die ihm auch dazugehören, darf ich miterleben, wie Menschen Veränderungen erfahren, ja sogar ganze Quartiere sich verändert haben. Anwohner aus der Heilbronner Südstadt, in der wir vor ziemlich genau 20 Jahren, wir feiern übermorgen unseren 20., ein Projekt für Kinder und Jugendliche gestartet haben, bescheinigten uns bald, dass es auf den Straßen friedlicher geworden ist. Da ist etwas Gutes von uns Christen ausgegangen, Gott sei Dank. Seit etlichen Jahren wird in Heilbronn jede Person würdig bestattet, auch wenn sie einsam oder arm verstorben ist. Das konnten wir gemeinsam mit einem katholischen Diakon in Gang bringen, zum Trost für viele Menschen. Und seit fast 10 Jahren bieten wir in einem Kiosk in einem benachteiligten Stadtteil Gespräche und Begegnungen an. Vorher war es ein Trinkertreff. Ich könnte jetzt noch ganz viel aufzählen, dafür reicht die Zeit nicht. Aber bei manchem haben wir die Missstände aktiv gesucht und untersucht und bei manchem hat Gott uns die Aufgaben und die Zielgruppen, wie man so schön sagt, einfach vor die Füße gelegt. Unsere Dienste haben einen ganz stark aufsuchenden Charakter. Das heißt, wir gehen dahin, wo die Menschen leben oder ihre Zeit verbringen, ins Rotlichtmilieu, in Obdachlosenunterkünfte, in die problembelasteten Bezirke, zu Opfern von Menschenhandel, beispielsweise in Flüchtlingsunterkünften. Wir gehen in Familien oder in die benachbarte Schule. Unser Zeltgottesdienst findet mitten in der Fußgängerzone statt und auf einem benachbarten Spielplatz lädt unser Bauwagen die Kids ein. In allem wollen wir eine ganz niedere Schwelle in unsere Angebote vorhalten, so wie Jesus es selbst getan hat. Er ging zu den Menschen hin. Vielleicht gestatten Sie mir zum Schluss noch die Freiheit eines Wunsches. Vielleicht habe ich einen Wunsch frei. Ich würde mich freuen, wenn Sie in den nächsten Tagen trotz eines vollen Kalenders einmal suchend durch Ihren Ort gehen. Das meint bewusst auf Gott hörend und die Bedarfe wahrnehmend. Nicht im Sinne eines blinden Aktivismus, sondern um zu schauen, wo Sie selbst oder mit Ihrer Gemeinde oder Gemeinschaft der Stadt Bestes suchen können. Herzliche Einladung dazu. Und verzeihen Sie nochmal die Stimme, aber das ist einfach gerade mein Problem. Ganz herzlichen Dank, Alexandra Gutmann, für diesen kurzen Einblick. Da waren Punkte dabei, da werden wir nachher nochmal drüber reden und ich glaube, da gibt es noch einiges dazu zu sagen. Ganz herzlichen Dank. Dann würde ich als nächstes Wilbirg Rossrucker bitten mit dem zweiten Impuls und uns mit hineinnehmen auf Ihre Sicht zum Thema. Ja, ich habe mir so überlegt, zu diesem Thema stark sein für die Stadt. Da ist mir ein Satz so ganz wichtig geworden. Ich möchte gerne die Menschen unter den Lichtkegel der Liebe Jesu stellen. Und zwar aus meiner eigenen Geschichte ist es so, ich bin eigentlich in einer richtig frommen Blase aufgewachsen. Also immer nur Kirche, Gemeinschaft, immer nur ja, Leute, die es gut meinen. Und alles, was irgendwie an Diakonie, am Helfen,
sozusagen für andere war das, im Kleinen hat man das gemacht, aber im Großen war das immer irgendwie Sache der Politik, Sache der Institutionen. Einfach irgendwo weggeschoben, es gibt ja genug, die sich darum kümmern. Und für mich war einfach auch meinen Glauben bezeugen, wo ich eben sage, da kann ich stark sein, da kann ich vom Glauben reden, da muss ich mich zuerst ganz gut ausbilden, da muss ich Bibelwissen haben, da muss ich einfach richtig viel Wissen haben und dann kann ich drüber reden. Und dann bin ich nach Stuttgart gekommen, bin ja jetzt im Hoffnungshaus, das Café mitten im Rotlichtviertel. Und da habe ich dann gemerkt, nö, also reden über den Glauben kann ich hier kaum. Denn wir haben ja fast nur bulgarische oder rumänische Mädchen, die verstehen mich sprachlich gar nicht. Also muss das irgendwie anders gehen. Und in diese Not sehen vor der Tür, wie kann ich das anders machen, habe ich einfach gelernt, es geht ja mit den Menschen unterwegs zu sein. Das heißt eben, genau wie es Alexandra Gutmann schon gesagt hat, ihnen Essen zu geben, ihnen zuzuhören, Zeit für sie zu haben, mit ihnen zu spielen, zum Amt mitgehen. Also einfach schauen, dass sie ganzheitlich versorgt werden. Und da das immer wieder in einer Art und Weise, wo ich sage, so wie geht Jesus mit mir um, so möchte ich auch mit den Menschen umgehen. Und da ist mir eben ein Satz oder zwei Sätze sind mir da so ganz wichtig geworden. Zum einen, dass ich sage, mein Leben spricht ja so und so lauter als alle Worte, die ich sage. Denn was nützt es, wenn ich redegewandt mich ausdrücken kann, aber dann mein Leben ganz anders ausschaut, kommt es nicht an bei den Menschen. Oder auch diesen Satz, wie es wir halten, sprich von deinem Glauben und wenn es sein muss, auch mit Worten. Das ist mir ganz, ganz wichtig geworden, denn ja, alles, was wir tun, muss einfach im Einklang mit dem stehen, was wir auch von voller Überzeugung sagen. Und ich habe dann gemerkt, dass es mir dann viel, viel leichter ist, mit den Menschen, also den Menschen Gutes zu tun, mit den Menschen gut umzugehen, weil ich ja auch einfach nur das, was ich selber erlebt habe, weitergeben muss. Also ich brauche nicht so großes Wissen haben, da habe ich mich immer gescheut oder immer gesagt, da bin ich nicht gut genug. Aber ihnen einfach so zu begegnen, ja, wie ich selber gerne hätte, das ist viel, viel leichter. Und da merke ich aber, dass gerade in unseren christlichen Gemeinden das oft ganz schwierig ist. Wir befinden uns oft so in einer Blase, wie auch in dieser frommen Blase. Wir beschäftigen uns nur mehr mit uns selber. Denn die Welt da draußen ist schlecht, wir jammern, sie wollen nichts über den Glauben hören, sie wollen das nicht. Und da lassen wir uns dann gar nicht mehr drauf ein. Und ich erlebe aber, dass das eigentlich ganz anders ist. Wenn wir offen zu den Menschen gehen, wenn wir ihnen einfach in einer Haltung gegenübertreten, wo wir sagen, du bist wertvoll, jeder Mensch ist ja als Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, jeder Mensch hat auch das Anrecht, dass man gut mit ihm umgeht und auch die Würde anerkennt. Und von daher ist es eigentlich ganz egal, was der Mensch macht, ist es egal, wie er sich verhält. Aber ich habe einfach den Anspruch, ihn trotzdem in Würde zu behandeln. Und von daher, denke ich mir, wäre so mein Wunsch, dass ich sage, wir Christen müssen wieder relevant werden für unsere Umgebung. Was wir alles machen können, das hat ja Frau Gutmann schon gesagt, einfach einmal loszugehen in unserem Ort, in unserer Straße, wo kann ich Menschen begegnen, wo kann ich sehen, wo Not ist. Oder ich sage immer, wir sollen Avantgardisten sein, also wir sollen wirklich Vorreiter sein, dass wir freundlich miteinander umgehen, dass wir auf fremde Leute ja zugehen und nicht immer angstvoll sind, die sind anders, sondern einfach ja, so wie wir jeden anderen auch behandeln würden, dass wir Streitschlichter sind, dass wir einfach das, was wir erwarten oder wie wir sagen, Jesus macht es so, wir wollen in seinen Fußstapfen gehen, dann uns auch so verhalten. Und darum denke ich mir, unsere Umgebung sollte das eigentlich spüren, dass bei uns was anders ist. Für mich war eins der schönsten Komplimente, die wir gekriegt haben im Hoffnungshaus, dass uns immer wieder mal Leute sagen, wenn man zu euch reinkommt, ist die Stimmung anders.
selbst Leute gesagt haben, wenn man außen vorbeigeht, ist die Stimmung anders wie sonst hier im Rotlichtviertel. Und ich denke, das ist etwas, das können wir selber nicht machen. Das ist einfach, wenn wir uns ja, Jesus hinhalten und einfach von ihm bestimmen lassen, dann macht er das. Und dann wirkt es wirklich auch in die Stadt hinein. Und da dürfen wir, denke ich, immer mutig sein. Jeder in seinem Umfeld, es kann nicht jeder ins Rotlichtviertel gehen, aber es kann jeder in seinem Umfeld schauen, wo habe ich alte Menschen, die Hilfe brauchen, wo habe ich kranke Menschen, wo habe ich Familien, wo Kinder nicht gut versorgt sind. Also jeder hat so sein Umfeld, wo er einfach mitmachen kann. Und darum wünsche ich mir eben, ja, die Leute müssen sprechen von den Christen, dass das einfach besondere Leute sind, weil sie ja gut für die Stadt sind, weil sie gut für ihre Umwelt sind. So viel von meiner Seite. Vielen Dank an Wilbert Rossrucker. Und jetzt sind Sie dran. Mit Ihren Anmerkungen, mit Ihren Eindrücken, vielleicht auch mit Ihrer Widerrede, gerne auch mit Ihren Rückfragen, schreiben Sie gerne in den Chat und ich bringe dann Ihre Fragen und Anmerkungen direkt ins Gespräch mit ein. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, daher sind wir auf dem persönlichen Du. Ich fange mal an mit einer Frage oder mit einem Nachhaken an Wilbirg. Du hast vorher erzählt, dass du in Österreich so in deiner frommen Bubble, Blase gelebt hast, warst immer aktiv in der Gemeinde und dann bist du im Hoffnungshaus gelandet. Raus aus dem christlichen Zirkel, zumindest aus dem Gemeindezirkel. Frage, wie hat sich deine Sicht auf die Menschen und auf die Welt durch deine Arbeit verändert? Ja, ich glaube, dass ich ein Stück barmherziger geworden bin. Und einfach, also der auch ein Satz, ich liebe ja manche so Sätze, aber so dieser Satz, verurteile niemanden, der anders sündigt als du. Denn Sünder sind wir alle. Und von daher zu sagen, ja, die Menschen, die da leben, ja, die kennen es ja gar nicht anders. Und von daher, glaube ich, bin ich echt barmherziger geworden. Zu diesen Außenstehenden. Vielleicht ein bisschen enger zu den Mitchristen, gebe ich auch zu. Was heißt enger? Bitte? Was heißt enger zu den Ja, Mitchristen? da bin ich vielleicht oder strenger geworden. Von denen verlange ich es eher, dass sie auch großzügiger mit Menschen umgehen. Ah ja, das leuchtet ein. Vielen Dank. Frage an Alexandra. Du hast vorher sinngemäß gesagt, dass manche denken, diakonisches Handeln ist eher sowas für Mitarbeitende in der Diakonie oder Caritas oder für Profis und Gelernte. Ich kenne das aus Gemeinden und so ein bisschen kann ich es auch nachvollziehen. Aber mach das mal praktisch. Was heißt es dann im Umkehrschluss für Erna aus Hinterweiler oder Heinz aus Oberwald? Also zum einen wäre es natürlich viel zu wenig, wenn nur die professionellen Kräfte irgendwas tun. Und ich glaube eben, also wie ich es auch gesagt habe, das eine ist sicherlich professionelles Handeln, was Erna aus Hinterwald und Heinz von wo auch immer vielleicht nicht alles tun könnte. Also sicherlich haben wir ja auch einiges lernen dürfen, um diesen Dienst zu tun. Aber mehrheitlich arbeiten wir, also wenn man alles zusammenrechnet von der Zeit, die wir haben, es gibt ganz viele Menschen, die ehrenamtlich sich engagieren und die nicht Sozialarbeit oder Pädagogik oder irgendwas gelernt oder studiert haben. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben eben diesen Kiosk in so einem problembehafteten Viertel und da sind wir Professionellen dabei, eine oder zwei pro Öffnungszeit, um Beratung zu machen oder irgendwelche Rechtsfragen zu beantworten. Aber das Gesprächsangebot und auch das seelsorgerliche Angebot wird von vielen, vielen Menschen, die sich eben, die kein Studium hinter sich haben, keine Ausbildung im Sozialen, mitgestaltet. Und das ist einfach ein tolles Miteinander. Okay, also ich verstehe, da gibt es dann Bereiche, wo tatsächlich sinnvoll ist, dass Profis oder erfahrene Menschen sich einsetzen, auch mit entsprechendem Fach-Know-how oder sowas. Aber mit Menschen reden oder die ganz persönlichen Dinge, dafür können Ehrenamtliche und da können viele in Frage kommen. Auch so dieser Dienst, was zu
Kaffee einzuschenken. Und ich vielleicht gerade auch zum Professionellen nochmal, wir arbeiten ja auch viel mit sehr gefährdeten Menschen. Und da würde ich natürlich auch Menschen, die sich da nicht so auskennen, raten, auch vorsichtig zu sein. Hier geht es um organisierte Kriminalität manchmal, um sehr gewalttätige Ehemänner, um Zuhälterei. Jetzt, wenn man unsere verschiedenen Bereiche anguckt, da ist es sicherlich auch vernünftig, wenn sich da nicht jeder so reinstürzt. Wilbrick, du hast gezuckt. Wolltest du noch was dazu sagen? Ja, ich bestimme total zu. Also zum einen haben wir ja auch viele Ehrenamtliche mit dabei und nicht nur Sozialarbeiter. Und genau dieses, wo bei uns sind ja auch sehr viele Drogen im Spiel, ja, wo man einfach auch aufpassen muss und auch ja, schon ein Hintergrundwissen haben sollte. Aber weißt du, ich sag's mal ganz offen, ich beobachte da manchmal auch unter Christen so eine Art, ja, wie soll man es nennen, Ohnmacht vielleicht. Also so nach dem Motto, was kann ich schon bewirken in dieser großen Stadt, ich als Einzelperson? Was würdest du jemand sagen, der sich fragt, ob er oder sie einen Unterschied in der Stadt machen kann? So fragst du mich noch, ja. Gerne beide. Ja. Also ich würde schon zum ersten Mal sagen, macht's Gebetskreise. Das ist für mich das Allererste. Denn wir sind es gewohnt, wir backen an und vergessen, dass Jesus sagt, hey, ich bin da, ihr müsst mich bitten drum. Und die Gebetskreise sind in der Regel die schwächstbesuchsten Kreise, die es in unseren Gemeinden gibt. Also das ist das eine. Und zum anderen würde ich sagen, geh zu Gruppen oder ja, die schon arbeiten dort und informier dich, was dran ist. Aber ich tue mir ganz schwer, wenn einfach auch Leute bei uns kommen, zum Beispiel Weihnachten gehen dann 5 verschiedene Gruppen in die Bordelle rein. Ich würde sagen, das ist eins der schlimmsten Dinge, denn die haben keine Ahnung, was los ist. Und wenn wir dann kommen, heißt es, waren schon 5 da, ihr geht es jetzt nicht mehr rein. Ja. Also da einfach auch sich wirklich vorher informieren. Also es kann auch eine gewisse Gefahr sein, wenn man einfach so auf eigene Faust drauf losgeht, Ja, in ja. ein Milieu, in eine Szene, die man möglicherweise gar nicht kennt Ja. und vielleicht zwar gut gemeint, aber doch nicht Ja. richtig hilfreich dann auch tätig werden kann. Ja. Ja, vielen Dank, ein guter Aspekt. Ich gucke mal in den Chat, wer eine Frage hat. Alexandra, du wolltest noch. Eins nur noch ergänzen, also zu Ja, dem bitte. Wilberg, was du gesagt hast, das teile ich absolut. Ich würde nur einfach auch Mut machen, direkt bei den Nachbarn zu beginnen. Also ich Ja, bin mir ja. sicher, wenn man mal so einen Zollstock ausfahren würde, ein paar Meter weit, es würde sich etwas finden. Es wird ganz bestimmt eine Person einsam sein. Es wird irgendein Kind Hilfe brauchen. Praktische Dinge, wo ich vielleicht einer alleinerziehenden Mama mal helfen kann, dass die zum Elternabend gehen kann, weil ich auf die Kinder aufpasse. Also ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten und nicht vergleichen mit großen Institutionen. Ja. Wir haben ja auch alle mal irgendwie klein begonnen. Wir kommen auf das Thema nachher noch zu sprechen. Ich habe mir vorher nämlich noch eine Frage notiert, während ihr gesprochen habt. Die bringe ich dann nachher noch mit ein. Ich würde nur noch mal ermutigen, wer eine Anmerkung hat, eine Nachfrage oder eine Korrektur, darf das gerne im Chat machen. Wir haben den Chat geöffnet, da kann man reinschreiben. Ich habe es im Blick und werde dann auch die Anmerkungen an unsere Gesprächsgäste weitergeben. Ihr arbeitet beide bei einem christlichen oder diakonischen Träger. Da könnte ja auch falsch verstandener missionarischer Eifer dahinter stecken. Was bedeutet es für dich, für euch, Segen in der Stadt zu sein, ohne missionarischen Zwang auszuüben? Also, Wer möchte antworten? ja. Alexandra, gerne als erstes. Wilbert später. Für uns ist wichtig, dass wir sagen, also wir sind sozialmissionarisch unterwegs und das bedeutet immer, dass wir sozialarbeiterisch helfen und missionarisch da sind. Und das eine ist nicht höher als das andere und alles zu seiner Zeit. Das ist schon richtig biblisch. Also es gibt Menschen, die kommen ganz konkret und sagen, ich habe Schreckliches erlebt und da muss es doch irgendein übergeordnetes Wesen geben,
was da irgendwie zugeguckt hat, was ist da Schreckliches passiert? Und dann ist es eine Einladung natürlich, auch darüber zu sprechen oder für einen Menschen zu beten oder mit einem Menschen zu beten. Aber es ist nicht schlechter, wenn jemand nur in Anführungszeichen sozialarbeiterische Hilfe braucht. Das ist das eine. Und ich definiere es schon lange für mich so, dass ich immer sage, mein Ziel ist die Sozialarbeit. Denn ich darf nicht das Ziel haben für einen Menschen, was er selber nicht hat. Also ich kann nicht sagen, wenn jemand zu mir kommt und Hilfe braucht, die gibt es nur dann, wenn die Person auch noch eine Bibel mitnimmt oder sonst irgendwas in die Richtung. Aber meine Hoffnung ist immer, und da trage ich ganz viel dazu bei und dafür bete ich auch, dass darüber hinaus Menschen auch eben mit dem Evangelium in Berührung kommen. Aber das darf nicht das Ziel sein, weil es kommt die Person nicht deshalb zu mir, sondern die kommt, weil sie irgendeine Not hat, Hunger oder wie auch immer. Ja, also ich sehe, für mich ist ja Diakonie und Evangelisation gehört ja so wie eine Medaille zusammen. Das geht nicht das eine ohne dem anderen. Manchmal ist es dran, dass man eben mit Worten was sagt und manchmal ist es nur dran, dass man dort sitzt und zuhört. Oder ich habe es auch gehabt, manchmal ist es nur dran, den Menschen in den Arm zu nehmen, weil einfach. Also jetzt in unserem Fall, so machen wir das einfach. Wenn wir Gottesdienst mit ihnen feiern, ist es nochmal ganz was anderes. Aber also ich will sie schon, ich sage einfach, unter Gottes Lichtkegel stellen. Ja? Aber das ist nicht so, wenn die reinkommen bei der Tür, dass sie dann gleich einmal mit irgendeinem Bibelvers belagert werden, sage ich mal. Wenn eine Frau sagt, ich bin Atheist, lass mich mit denen in Ruhe, dann ist es okay. Dann kriegt sie Essen, dann kriegt sie Zuwendung, aber dann rede ich nicht auf sie ein. Und wenn eine Frau kommt und sagt, kannst du bitte mit mir beten, dann bete ich mit ihr. Also es ist auch immer dieses, was wünscht die Frau und was kann ich ihr anbieten? Und ja. Das setzt natürlich voraus, dass man auch entsprechend empathisch und einfühlsam ist und dann auch merkt, was würde denn dem Gegenüber helfen, oder er formuliert es oder sie formuliert es auch Ja, dann ganz ja. praktisch. Gerne die Einladung, Rückfragen zu stellen, sich zu beteiligen. Wir sind in der Gesprächszeit stark für die Stadt, wie Christen ein Segen für ihren Ort sein können. Vielleicht haben Sie Erfahrungen gemacht, dass Sie schon Segen waren. Dann lassen Sie uns gerne wissen. Wir binden es hiermit ein. Schreiben Sie es in den Chat. In der Vorbereitung habe ich mir überlegt, wie ist es denn? Wie schätzt ihr das denn ein? Wir haben ja hier so einen Sozialstaat, sagt man ja manchmal in Deutschland. Ich denke ja, oder dachte eigentlich immer, dass dieser Sozialstaat es eigentlich gar nicht zulässt, dass Menschen verkommen. Wird so existenzielle Hilfe überhaupt gebraucht, oder sind da noch viele andere Player am Markt, oder ist das alles professionell organisiert? Wie schätzt ihr das ein als einer der professionellen Player in euren Städten? Wilbert, magst du beginnen? Ja, also bei uns ist unsere Arbeit ist ja noch mal ein bisschen anders wie eure, aber wir erleben es, dass ja die meisten, die zu uns kommen, ja gar nicht im deutschen System drinnen sind. Das heißt, die haben überhaupt keinen Anspruch auf irgendwelche Sozialleistungen vom Staat. Die brauchen andere Hilfe oder eben auch unsere Hilfe, um sie da irgendwie reinzukriegen, wenn man bedenkt, die sind nicht versichert, wenn die krank sind, die können zu keinem Arzt gehen, die können nicht ins Krankenhaus gehen. Also das ist gar nichts. Und da braucht es ja wohl, ja, ein Beispiel in Stuttgart zum Beispiel, wir haben kaum Schlafmöglichkeiten für Frauen auf der Straße. Und die dürfen erst in Wohnungen rein oder in so Unterkünfte rein, wenn es draußen unter 5 Grad hat. Sonst müssen die draußen bleiben. Also ich denke immer, wo gibt es eine Gemeinde, die sagt, wir haben einen Saal, da dürfen in der Nacht die Leute kommen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, wenn man eben irgendwas anfangen möchte, zu schauen, was gibt's schon. Also unser Schwerpunkt der Mitternachtsmission war immer, uns in Bereichen zu engagieren, wo eigentlich noch nichts da ist oder wenig da ist. Und das ist natürlich sicherlich auch ein guter Ansatz, dann nicht vorzupreschen, jetzt als Gemeinde oder als christliche Einzelperson, da wo vielleicht schon ganz viel gemacht wird, sondern wirklich zu gucken, wo sind denn diese Lücken? Und Also Lücken gibt es, wie Wilbjörg sagt, leider en masse.
Ja, das habe ich jetzt auch gehört und verstanden. Vielen Dank auch für die Beispiele, die es dann nochmal sehr deutlich machen. Ich frage mal dich, Alexandra, du hast gerade angedeutet, ihr geht eher in Bereiche rein, die es noch nicht gibt, oder seid in Bereiche reingegangen, wo noch keine Hilfe war, beziehungsweise nicht ausgeprägt da war. Sollte man, und wenn ja, wie kann man mit bestehenden Institutionen, also ich sage mal Sozialverwaltung oder wie das heißen mag, oder Stadtverwaltung oder Ortschaftsrat oder sowas, kann man da kooperieren, damit ein gutes Miteinander und Gelingen entsteht? Also wir haben in allem da sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir eben, natürlich muss man erstmal ein bisschen ausloten, wo braucht es was oder auch vielleicht dann die eigenen Ressourcen auch prüfen, nicht, dass man Gespräche mit der Stadtverwaltung führt und stellt irgendwas in Aussicht und kann es dann letztlich nicht umsetzen oder gibt nach 8 Wochen wieder auf. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich ist natürlich eine große Offenheit da, weil das Thema Ehrenamt auch immer wichtiger wird. Also die Gelder werden knapp und auch wenn das Geld da wäre, wir erleben auch diesen massiven Personal, nicht nur Fachkräfte, sondern überhaupt Personalmangel. Und es braucht, glaube ich, jede helfende Hand. Und ich weiß zum Beispiel von der Ganztagesbetreuung in den Schulen, die suchen händeringend Gruppen, Personen, die vielleicht Gitarrenunterricht geben, die vorlesen, die unterstützen. Und da hinzugehen und sich der Stadt, einer Schule, einem sozialen Träger, der sich schon einbringt, anzubieten. Wir freuen uns über alle, die sich bei uns melden. Und die Stadtverwaltung im Prinzip auch. Also darf ich da Gerne auch zusprechen? dazu, ja. Ja, von den APIs, das Hoffnungsland ist ja eigentlich auch genau das. Wir haben Musikschularbeit an ganz vielen Stellen übernommen. Wir haben Homezone-Arbeit, das heißt offene Jugendarbeit oder jetzt Kita-Gründungen, wo eben Stadtgemeinden sagen, wir können es nicht mehr leisten, dann übernehmen wir das. Ich denke, es gibt so viele Chancen, wo man eben etwas machen kann. In der Behindertenarbeit auch, und da gehören wir halt mit dem Hoffnungshaus auch dazu. Aber der Großteil sind einfach auch so offene Jugendarbeit, wo Kinder einfach hinkommen können, Bauwagen steht und da gibt es dann Zeit mit ihnen. Und das sind Christen, die das machen, ja. Wie ist es eigentlich? Ihr hattet vorher auch gesagt, dass ihr mit verschiedenen ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammenarbeitet. Ist es eigentlich leicht, Mitarbeitende zu finden, oder ist es eher schwer, die sich an diesen herausfordernden Aufgaben dann da beteiligen? Also ich würde bei uns sagen, es kommt ein bisschen auf die Bereiche drauf an. Also für die, ich sage es jetzt mal so ein bisschen zickig, für die spektakuläreren Bereiche finden sich leichter Menschen und das ist natürlich auch mein Kritikpunkt. Also so Was sind das, spektakuläre Bereiche? naja, der Bereich Menschenhandel und Prostitution, das sind schon die Bereiche, die einfach sehr viel Magnetwirkung auch haben. Das erleben wir auch, wenn wir irgendwo einen Infostand haben auf irgendwelchen Konferenzen, dann ist das schon ein Thema, was sehr anspricht. Und es ist ja einerseits gut, dass die Menschen im Blick sind, aber wir brauchen viel, viel, viel mehr Menschen zum Dienst an den Kindern, eine Frau zu begleiten, mal auf den Spielplatz, weil, also jetzt zum Beispiel auch häusliche Gewalt, weil sie zu gefährdet ist und gerade nicht alleine hingehen kann und Unterstützung braucht oder die Stadt noch nicht kennt, die Sprache nicht kennt. Also von daher, wir brauchen immer und vor allem merken wir natürlich auch, wie das in Gemeinden ebenso ist, dass Menschen nicht mehr so unbedingt einen langen Atem haben oder diese Kontinuität nicht mehr so erbringen. Und das ist halt Beziehungsarbeit. Da macht es wenig Sinn, jetzt mal für ein halbes Jahr einmal die Woche zu helfen. Da braucht es dann schon oft auch einen längeren Atem, außer natürlich für Projekte. Und hauptamtliche Mitarbeitende brauchen wir unbedingt auch. Also auch Fachkräfte dann, ja. So, es kommen die ersten Rückmeldungen, Fragen und Anmerkungen im Chat. Ich nehme mal eine heraus. Vorweg, Dank und tiefen Respekt für eure Arbeit. Meine Frage: Wo seht ihr die größten Widerstände und wo die größten Chancen? Frage an euch beide wahrscheinlich. Darf ich eine Rückfrage stellen an
den Frager, Widerstände dann innerhalb, also bei den Zielgruppen oder Widerstände jetzt in Gemeinden oder so? Ich würde sagen, du kannst mal gerne beides sagen. Fangen wir mal bei den Zielgruppen an. Ich würde schon sagen, da wo, Wilbert hat es ein bisschen schon angesprochen, wo eben jahreszeitbedingt oder eben weil Weihnachten oder Ostern ist, ein ganz großes Engagement erfolgt und dann aber hinterher niemand mehr da ist. Also da haben wir manches Mal auch gehört, was wollt ihr Christen da? Die kommen immer, ihr kommt immer nur im Advent. Also für uns trifft das jetzt nicht zu. Aber das ist ein großer Widerstand. Das bezieht sich auch sicherlich nicht nur jetzt auf Rotlicht, sondern auch auf Menschen in der Obdachlosigkeit oder so, die dann auch spüren, ah, okay, jetzt ist so eine bestimmte Zeit, jetzt werden alle rührselig. Das erleben wir als ganz, ganz, ganz schwierig. Und natürlich Widerstände sicherlich im Bereich Sozialverwaltung oder Institutionen, wenn eben Mission das oberste Ziel ist und der Dienst vielleicht so nicht so gesehen wird. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Und bei Gemeinden würde ich schon sagen, Teil oder überhaupt bei Helfenden, das können Ehrenamtliche jeglicher Couleur sein, dass eine hohe Erwartungshaltung teilweise da ist, da was zurückkommen muss. Ja. Also dass zum Beispiel, wenn man jetzt einem Kind aus sozial schwachen Verhältnissen Gitarrenunterricht gibt, also das sind jetzt alle, immer wenn ich Beispiele sage, dann kommen die aus der Praxis, und das Kind halt dann dreimal nicht pünktlich kommt, dass das, ja, das, dann will es doch gar nicht wirklich lernen. Aber genau deswegen sind wir halt da, genau für solche Menschen, die so eine Kontinuität eben noch nicht so können. Und die größten Chancen würde ich heute ganz klar sagen, einerseits in der, also es ist ja schwierig, das jetzt als Chance zu begreifen, aber schon die Einsamkeit ist einfach riesig durch alle Generationen. Also Zuwendung und Zeit. Wilbert? Als meine Konkretion, die Frage nach Widerstand bezog sich auf Gemeinde und Gesellschaft, aber ich denke, du hast beides ja schon gestreift. Wilbert, wolltest du auch Ja, dazu also noch? ich merke es gerade, bei Gemeinden werde ich ja so oft gefragt, wie viele Prostituierte sind schon ausgestiegen, immer diese Zahlen, und wie viele haben sich schon bekehrt und gehen die mit in den Gottesdienst? Ich habe dann einmal gesagt, wie würde die Gemeinde reagieren, wenn ich einmal mit 3, 4 leicht bekleideten Mädchen in den Gottesdienst kommen würde? Die würden wahrscheinlich sagen, so geht's ihr nicht hinein in die Kirche, das geht nicht. Also wir reden, da werden oft Dinge gesagt, da merkt man, die haben sich überhaupt nie Gedanken gemacht, wie geht's dem anderen, sondern nur nach außen hin, der schaut so aus, also kann es nicht gut sein oder so. Ja. Also das sind so Dinge, wo ich echt leide drunter. Und auch die Frauen nicht mitgehen in einen normalen Gottesdienst, weil die sagen, die schauen mich alle komisch an. Die sehen das ja, dass ich, ja, wo ich herkomme. Und das will ich ihnen auch ersparen. Darum machen wir selber Gottesdienst für sie. Okay. Also in gewisser Weise auch so eine voreingenommene Haltung, Ja. wie man sein sollte und wie man Ja. aussehen sollte. Okay, das ist durchaus auch eine Art Widerstand. Vielen Dank. Wir haben eine Rückmeldung, einfach ein schönes Beispiel. Einer unserer Nachbarn, ein Senior, hat in dem Heim, wo seine Frau zuletzt gelebt hat, nach ihrem Tod noch mehrere Jahre lang Menschen besucht und wo nötig beim Füttern des Mittagessens geholfen. Ist ein tolles Beispiel, was ihr auch vorher angerissen habt, wo man wirklich auch im Kleinen, wobei das ist ja echt ein großes Opfer und Einsatz, großes Engagement, wo man im Kleinen helfen kann. Ihr habt vorher beide sehr, ich sag's mal so, sehr positiv motiviert über eure Arbeit gesprochen. Es hat mich sehr angesprochen. Ich frage einfach mal die andere Seite. Ihr seid beide in einer sehr herausfordernden Arbeit. Was motiviert euch persönlich? Was motiviert dich persönlich, trotz der Herausforderungen dieser Arbeit jeden Tag weiterzumachen? Und gab es vielleicht noch eine Vertiefung? Gab es vielleicht auch mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, nee, jetzt ist Schluss, ich höre auf, ich arbeite irgendwo im Büro?
Alle gesagt. Darf man das fragen? Ja, darf man natürlich fragen. Okay, Wilbjörg, spielt mir den Ball zu. Ja. Also ich glaube, für mich steht an oberster Stelle, dass ich mich am richtigen Platz weiß. Und das impliziert aber auch automatisch tatsächlich die regelmäßige Prüfung meiner selbst, ob das noch so ist. Also im Gespräch auch mit Jesus, weil ja, könnte ja irgendwann auch nicht so sein. Also das finde ich schon ganz wichtig, dass man eben seine Berufung lebt, aber die fiel ja auch nicht vom Himmel. Also deswegen, ich will jetzt, eigentlich war die Frage ja an mich, aber ich will bewusst da auch nochmal einladen, Dinge auszuprobieren. Also ich hätte meinem Lebtag nicht gedacht, dass ich sowas machen, schon gar nicht so lange. Und ich weiß von vielen Menschen bei uns im Ehrenamt, da gibt es etliche, die auch erst durchs Tun Gaben und auch so einen Herzschlag dafür entdeckt haben. Also ich finde immer, bei so einer Arbeit zu sagen, das macht mir Freude, das ist immer irgendwie ein bisschen schwierig, weil es sind ja die Riesenprobleme der Leute. Aber ich kann und will trotzdem sagen, es macht mir Freude, weil ich weiß halt, ich kann nah an Menschen dran sein, kann ihnen wirklich dienen. Und ich kann Ihnen ja also das auch bringen, was ich mir auch wünschen würde, wenn ich in Not bin. Hoffnung und konkrete Hilfe. Und das ist einfach schön. Deswegen bin ich auch noch da. Wolltest du auch antworten, Wilberg? Ja, also für mich ist sicher auch das eine die Berufung. Ich habe es ja mit 52 gekriegt, eine neue Berufung. Habe es nie bereut, muss ich auch sagen. Und das sind oft so Kleinigkeiten in den Begegnungen, die einfach dann schön sind. Natürlich gibt es auch andere Dinge. Ich sage immer, das darf ich jetzt hier auch sagen, die Frauen oder die Menschen, wo ich lebe, waren nie das Problem für mich als Österreicher in Deutschland. Es waren eher die Schwaben, wo ich mir ein bisschen schwer getan habe. Und wo ich halt auch eher sozusagen Rückschläge erlebt habe. Aber die Arbeit ist, genau wie du sagst, Alex, es ist schön, auch wenn es schlimme Dinge ist. Und trotzdem, ja, liebe ich es, muss ich schon sagen. Ja. Vielen Dank auch für die Offenheit. Ich frage nochmal weiter, gerne auch nochmal persönlich. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du mehr gibst, als du zurückbekommst? Also wie schützt du dich vor emotionaler Erschöpfung oder Überforderung in deiner Arbeit? Also es sind verschiedene, natürlich, es gibt ein paar einzelne Frauen, wo man so ganz viel investiert hat und wo es dann so richtig nach hinten losging, warum auch immer, das tut schon auch weh. Also mir hilft es dann, drüber reden mit der Kollegin. Wir machen ja jeden Dienst, wenn wir offen haben, dass wir es auch Gott hinlegen. Und wir haben professionelle Supervision, finde ich auch ganz wichtig, da auch wirklich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, und immer wieder, ich sage, könnte jetzt da von der Psychotherapie her sagen, wenn ich ein Problem habe, dass ich sage, Herr Jesus, es liegt, ich lege es dir hin, und wenn ich nicht mehr weiterkomme, auch mal zu sagen, es ist jetzt deine Sache. Und trotzdem, ja, ich weiß auch nicht, wie man es sagen muss, aber ist. Gibt schon Momente, wo man echt verletzt ist, ja. Wenn eine jede Hilfe, die man ihr anbietet, nimmt und dann dich zunichte macht, weil du nicht, also für sie zu wenig getan hast oder so. Da ist man schon frustriert. Aber dann gibt es wieder andere Momente, ja. Wolltest du noch was sagen, Alexandra, dazu? Ja, ich glaube, mir ist eben auch ganz wichtig zu überlegen, welche Rolle spiele ich in dem Gesamten. Also es ist ein bisschen vielleicht wie im Mannschaftssport, aber auf so einem großen Spielfeld, dass ich auch nicht alles sehe und sehen muss. Also vielleicht spiele ich einen entscheidenden Pass oder auch nicht, aber ich darf einen Teil dazu beitragen, und das will ich tun mit dem, was ich kann, aber auch mit meinen Grenzen. Und der Rest ist dann auch irgendwo Jesu Aufgabe, und ich glaube, das macht auch sicherlich immer wieder ein Stück demütig, und das ist auch gut so. Also wenn ich nur zufrieden bin, wenn wirklich die Leute innerlich und äußerlich geheilt zur Tür rausgehen und da einfach auch eine extrem hohe Erwartung hätte, dann glaube ich, würde ich irgendwann Erschöpft, ja. scheitern.
Ich schaue in den Chat, da kommen verschiedene Rückmeldungen und es sammelt sich sogar schon fast so eine kleine Ideensammlung. Ich lese gerne mal vor. Wir schauen auf Menschen in Not durch Besuche bei Kranken in Familien. Zum Beispiel junger Familienvater mit Schlaganfall, Frau, zwei Kids, mal für die Familie kochen, Fahrdienst machen und vieles mehr, ein Segen sein, gleich Gutes tun. Dadurch wird Beziehung gebaut und irgendwann kommen die auch in unsere christlichen Gruppen. Oder Gutes tun, gleich Segen sein. Ich biete Lieder singen für Senioren an, beim Gemeindehauscafé oder im Altersheim. Die kommen gerne und auch da kann man ein Segen sein. Segen sprechen, eine Geschichte erzählen, ein kurzes Gebet oder Psalm. Uns hat eine Frage erreicht, die ich gerne auch mal vorlesen möchte. Wie wird es möglich, trotz Beruf und beispielsweise Familie, soziales Engagement zu leben, wenn das nicht professionell stattfindet, sondern zusätzlich zu meinem bestehenden Leben? Trotz Beruf, Familie. Könnt ihr dazu was sagen? Ich meine, ich bin ja professionell, das ist sozusagen mein Beruf. Auf der anderen Seite ist der jetzt auch nicht gerade so abgrenzbar, wie vielleicht andere Berufe sind. Also ich erlebe auch mein Ehrenamt im Hauptamt oder zum Hauptamt dazu. Aber natürlich hat das nochmal andere Grenzen. Aber ich glaube, eben wie ich vorher auch schon mal gesagt habe, bloß nicht vergleichen. Also, wenn, klar, wenn jemand, die einen Beruf hat, eine Familie und vielleicht im Beruf sich auch sehr engagiert, dann nochmal eine oder zwei oder drei Stunden pro Woche für irgendwas investiert, dann ist das genauso viel, wie wenn ich 50 Stunden oder sowas dafür investiere. Das würde ich halten wie das Schärflein der armen Witwe. Also, was man auch Zeit ist ja ein Gut und nicht nur das Geld. Und von daher, also ich glaube, so rechnet Gott nicht. Und ich glaube einfach, manchmal kann es auch wirklich, manchmal ist es eine Minute, indem man sich vielleicht einem Menschen, einem Bettler in der Fußgängerzone zuwendet und nicht von oben herab eine Butterbrezel runterwirft, sondern in die Knie geht und mit dem Menschen kurz spricht. Und ich glaube, ja, solche Gelegenheiten gibt es doch immer irgendwie. Aber ich habe immer Angst vor Vergleichen. Die nächste Rückmeldung würde ich gerne als Frage mit hier reinbringen, ob ihr da Tipps habt oder Erfahrungen. Es ist nur ein Statement, aber ich mache es mal als Frage. Leider wird oft Hilfe abgelehnt aus falscher Scham. Man will nicht Danke sagen müssen oder zugeben, dass man in Not ist. Wir haben es zum Beispiel nicht geschafft, Familien Geld zu schenken, die einen Zimmerbrand hatten. Also wie geht man damit um, wenn Menschen Hilfe ablehnen aus Gründen wie auch immer, Scham oder Stolz oder whatever? Begegnet euch das oder sind bei euch die Menschen eher sehr dankbar, dass sie Hilfe bekommen? Also ich habe es erlebt mit einer ehemaligen alten Prostituierten, die da durch blöde finanzielle Umstände da hineingeraten ist und die hat sich wahnsinnig geschämt und wollte eben keine Hilfe annehmen, weil sie sagt, ich bin ja selber schuld. Und wie sie dann das erste Mal Hilfe an, wir haben sie immer wieder angeboten und ich habe es wirklich mit ihr gefeiert, wo sie dann das erste Mal kam und gesagt hat, kannst du mir da helfen? Aber in anderen Bereichen, also ich bin von mir so gestrickt, wo ich sage, ich würde es ganz ehrlich ansprechen, dass ich sage, es fällt dir vielleicht schwer, aber ich will es einfach tun, weil es schwierig ist. Aber wenn du kein Geld willst, kann ich dir anders helfen. Also ich würde ehrlich drüber, offen drüber reden, aber das ist jetzt mein Weg, damit umzugehen. Okay, ich gucke nochmal auf meine Frage. Ich hatte vorher bei dir ein tolles Stichwort mitgeschrieben, Alexandra, das Glück des Findens. Das fand ich eine tolle Formulierung. Ich frage einfach mal so euch beide, gibt's oder was war die tiefste Freude, die ihr in eurem Dienst erlebt habt, die vielleicht euren Glauben gestärkt hat? Gibt es vielleicht die eine Geschichte, die dir gezeigt hat, dass die Arbeit sich doch lohnt und allen Einsatz lohnt? Habt ihr da was auf Lager, was ihr uns mit uns teilen könnt? Wer wirkt du? Ich? Ja, ich bin gerade am Überlegen. Es ist gar nicht so einfach. Ja. Also ich merke, dass ich bewusst auch nicht, für mich nicht die eine Geschichte nur sehen will, weil es sind halt wirklich oft eher so viele kleine Dinge. Und ich habe natürlich
das große Glück, auch wenn es anstrengend war, schon so lange dabei zu sein. Und ich kann eigentlich mich nicht durch die Stadt Heilbronn bewegen, ohne dass mich dann irgendwie jemand anspricht. Das kann auch anstrengend sein. Aber was weiß ich, vielleicht so ein 2 Meter großer Kerl kommt mir um den Hals, fällt und sagt, erkennst du mich noch? Ich bin doch der Mehmet und ich habe vor, keine Ahnung, 12 Jahren bei dir im Weihnachtsmusical das eine Solostück gesungen und singt mir das nochmal vor. Wow. Oder auch wenn ich eingeladen werde, ich war auf Hochzeiten, Konfirmationen, ja, auch Beerdigungen, wo ich berührt war, dass dann die Familie doch noch mal eingeladen hat und gesagt hat, ich weiß, meine Mama hat vor 15 Jahren bei Ihnen das und das erfahren. Ich glaube, es ist eher das Kontinuierliche, dass immer wieder auch was zurückkommt. Und natürlich, wie gesagt, das darf nicht schmälern, dass es auch ganz viele Rückschläge gibt. Aber dass manchmal Menschen einfach klingeln und nochmal Danke sagen, das finde ich schon unglaublich. Wow, toll. Vielen Dank. Muss auch nicht die eine Geschichte sein, aber diese Begebenheiten, das meinte ich, das ist ja dann doch was, was bestärkt und Ja. ermutigt auch zum Weitermachen. Ja. Fehlt dir noch Ich was kann, ein, Wilbert? ja, mir ist eins eingefallen, also das war für mich ganz was Eindrückliches. Irgendwie letztes Jahr starb meine Mutter und wie ich dann zurückkam und ins Hoffnungshaus reingehe, kommt aus einem Bordell eine Prostituierte raus, kommt her und sagt, du, ich habe gehört, was passiert ist, ich möchte noch mein Beileid aussprechen. Wo ich mir gedacht habe, wow, also die hat es so, ja, da war, ich war richtig, ja, da war ich echt geflasht, weil ich mir gedacht habe, das ist doch, da ist doch eine Beziehung entstanden, dass die das so wahrnimmt und das sogar dann auf die Straße rauskommt und das noch sagt. Das sind so Momente, die echt schön sind, ja. Wow, super, vielen Dank fürs Teilen. Wir kommen schon langsam auf die Schlussrunde, möchte aber gerne nochmal einladen, wenn es noch Fragen, Anmerkungen oder Themen im Chat gibt, vielleicht auch mal jemand, der es völlig anders sieht, könnte ja auch sein, dann schreibt es gerne in den Chat, ich nehme es gerne noch mit auf. Ich habe so zum Schluss zwei Themen, zwei Fragen, die, glaube ich, auch den ganzen Gesprächsverlauf jetzt so ein bisschen auch aufgreifen. Gerne an euch beide. Welche kleinen Veränderungen können im alltäglichen Leben eines Christen dazu beitragen, Segen für die Stadt zu sein? Du hast vorher so ein bisschen was angedeutet, schon in deinem Statement, Alexandra. Aber was muss ich tun in meinem Leben, um Segen sein zu können? Also ich für mich als Christ, als einzelner Mensch. Wir fragen nachher noch nach der Gemeinde, aber jetzt mal. So als einzelner Mensch, was muss ich, was, welche kleinen Veränderungen können dazu beitragen, Segen für die Stadt zu sein? Ich würde sagen, sich jeden Tag, wenn möglich, entscheiden, auf Spontanes wenigstens kurz zu reagieren. Also ich glaube wirklich, unsere Kalender sind gesellschaftlich bedingt voll. Aber ich glaube, es macht einen Unterschied. Da bin ich zutiefst überzeugt, ob ich zu meinen Nachbarn Hallo sage oder ob ich irgendwas aufgreife. Ob ich der Frau an der Supermarktkasse die 20 Euro hinschmeiße oder meine Geldkarte oder ob ich vielleicht kurz sage, Mensch, Sie machen echt einen ganz schön harten Job da, wenn die Schlange so lang ist und alle meckern oder so irgendwas. Und ich glaube, also das wäre für mich ein Riesenanfang schon. Ich glaube, die Leute werden es merken. Und ja, vielleicht kommt dann auch mal irgendwann ein Gespräch zustande, aber ich glaube, das ist schon mal. Das wäre schon ein Stück Segen. Und dann kann ich auch mit gutem Gewissen der Frau zu Weihnachten was schenken, wenn ich da immer wieder an der gleichen Kasse über die Jahre, übers Jahr war. Dann entsteht auch die Beziehung, dass man Jetzt, dann ja. auch so ein Geschenk. Vielen Dank. Kleine Ja. Veränderungen. Wilbirg, hast du noch Ja, also Anregungen? mir hat jetzt vor kurzem ein, ich denke, er war etwa 80 Jahre alt, einer gesagt, ich habe heute was gelernt. Und da hat er gesagt, wir haben immer. Also uns wurde immer gesagt, schau nicht auf die andere Straßenseite, da ist das Böse. Also schau weg, hat er gesagt. Und heute habe ich gelernt, schau schon auf die andere Seite, denn da sind Menschen, die liebt Jesus auch. Und
Das habe ich richtig schön gefunden, weil ich denke, wenn das einer mit 80 sagt, ich denke da jetzt anders über die Menschen nach, dann bewirkt doch das was. Und wenn ich mit der Haltung hingehe, der ist, ja, der ist ihm auch geliebt, so genauso geliebt wie ich, dann glaube ich, begegne ich ihm anderen. Und dann kommen eben Dinge, Alex, wie du sagst, gell? Dass man mal zum Postboten, dem habe ich im Sommer mal, wo es so heiß war, Trinken angeboten, weil es einfach so heiß, einfach so Kleinigkeiten, da braucht es gar nicht viel, gell? Okay, auch eine Sicherlich gute. auch Vorurteile weglegen. Ja, genau. Vielen Dank. Ich habe dann eine letzte Frage für die Schlussrunde. Was wünscht ihr euch von christlichen Gemeinden in Bezug auf ihre Verantwortung für die Stadt, für den Ort und die Menschen? Also Fokus, was wünscht ihr euch von christlichen Gemeinden? Weil ihr hattet vorher so ein bisschen auch gesagt, na ja, bei den Schwaben und in den Gemeinden und also gibt es da noch was, wo ihr das vertiefen könnt? Also ich würde mal sagen, schaut euch mal einfach die Struktur der Gemeinde an, welche Leute wohnen da überhaupt. Also wenn ich sage mal, ich komme aus einer Landgemeinde, da muss ich anders damit umgehen, als wenn ich lauter junge Familien habe. Wenn ich Bauern habe, die am Sonntag so und so aufstehen, oder also ich sage mal, oder wie auch immer, auch wenn ich Stuttgart sehe, wenn ich in einer Gemeinde wohne, wo nur reiche Manager wohnen, muss ich anders damit umgehen, als wie wenn ich Stadtmitte bin, wo so viele Obdachlose sind. Und viele haben das Gefühl, die schauen gar nicht mehr, ja, Milieus an, in der, wo sie sind. Das wäre mein erster großer Wunsch. Also, dass man das Umfeld anschaut und Ja. sagt, was können wir als Gemeinde hier überhaupt tun? Also auch eine Ja. gewisse Empathie auch seitens der Gemeinde und das Umfeld und Zielgruppen zu analysieren und zu schauen. Ja. Ja. Ich würde zwei Sachen sagen. Ich fände es schön, wenn jede Gemeinde so ein sozial-missionarisches Projekt irgendwie adoptiert. Also das könnte auf unterschiedliche Weise sein, wie so ein Partnerprojekt, dass man dann sagt, man bringt sich ein oder man betet dafür oder man spendet mal dafür oder wie auch immer. Das kann ja einfach weil man ist ja schon manchmal auch in so einer Arbeit ein bisschen einsam, weil das ist ja was sehr. Das macht ja gerade nicht jeder. Und das Zweite, ganz konkret, fände ich schön, alle Angebote zu prüfen, was man davon nach außen verlegen kann. Wir haben solche heiße Sommer mittlerweile in Deutschland. Warum Kindergottesdienst drinnen machen und nicht auf dem benachbarten Spielplatz? Wir haben mal eine Weile so einen Männerkreis in einem Altersheim gemacht. Da kamen viele obdachlose Männer hin und deswegen hat sich das so ergeben. Aber da war eine große Offenheit. Da hätte jede Gemeinde sagen können, wir machen unseren Seniorenkreis dort und laden eben auch noch Bewohner mit dazu ein. Und so, glaube ich, könnte man sich manches überlegen. Das wäre dann noch nicht mal zusätzliche Zeit. Wow, vielen Dank. Das waren ja wirklich ganz praktische Super. Anregungen und ich denke, dass da durchaus auch für unsere Teilnehmenden das ein oder andere mit dabei war, um zu überlegen, was kann das für mich bedeuten. Wir werden es nachher auch noch vertiefen in unseren Gesprächsräumen. Wir sind in unserem offiziellen Teil schon am Ende unseres kurzen Gesprächs. Ein herzliches Dankeschön an unsere Impulsgeberinnen für die Impulse. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Danke für alle Fragen, aber auch danke für alle Antworten so spontan zu geben. In der großen Runde schließen wir jetzt ab und ich möchte Alexandra Gutmann bitten, uns den Abendsegen zuzusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.